Yay, hallo liebes Zuschauerlein und herzlich willkommen zu Tomb Raider Summertide, der Mod, die die Tomb Raider 1 Welt in ein sommerliches Szenario versetzt. Wir haben bisher Peru, Griechenland und Ägypten gesehen und befinden uns nun in Atlantis, dem letzten Abschnitt des Spiels. Wir haben außerdem Uzis und wir werden uns nicht davor scheuen, sie zu gebrauchen, denn für diesen Spielabschnitt wurden sie konzipiert. So, einmal bitte diese Uzi-Munition auch noch mitnehmen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es hier gegen Ende des Spiels noch eine ganze Menge Uzi-Munition, die wir auch bitter nötig haben werden. Wir haben jetzt wegen unserer schnellen Methode, Nadlas Minen durchzuspielen, leider die Magnums nicht, also gar nicht. Und tatsächlich auch keine Shotgun. Aber das wird, denke ich, kein Problem. Allein wegen unserer ausufernden Heilung, die wir dabei haben. Es war so ein bisschen abwägen und ich habe mich dafür entschieden, das jetzt so zu machen. Okay. Normalerweise habe ich in Tomb Raider 1 Playthroughs zu diesem Zeitpunkt nicht so viel Heilung. Leb wohl. Leben auch Sie bitte wohl. Dankeschön. Und uns sollte hier einer Ach Quatsch. Timing verpasst. Aber gleich sollte uns einer entgegenkommen. Hier müsste das sein. Vielleicht auch erst, wenn ich aufmache. Gut, wir werden von ihm verfolgt. Die Frage ist jetzt, müssen wir ihn wirklich bekämpfen oder können wir vor ihm weglaufen? Trotz seines exorbitant großen Modells. Aber ich habe das Gefühl, der ist gar nicht so bedrohlich, wie er wirkt. So, hier ist mal ein schönes Secret Gun. Munition allgemein immer gut. Für die Uzis zumindest. Und naja, Magnum-Munition. Falls wir die Magnums nochmal sammeln sollten. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber falls wir sie nochmal bekommen sollten. Besser haben als brauchen. Okay. Genau, hier geht's nun weiter. Ich muss sagen, ein bisschen wohnlicher wirkt Atlantis ja durch die Beblümung. Aber wirklich hinwegtäuschen über die Tatsache, dass da überall Lava ist, kann es nicht. Es hätte, glaube ich, schon sehr geholfen, die Lava einfach blau zu färben. Okay, was war in diesem Raum nochmal los? Es gab ein Secret, das konnte man sich schnappen, wenn man schnell genug war. Mal schauen, ob wir es uns heute, ob wir es heute ergreifen können. Oh, Lara hat normale Blubberbläschen. Das ist ja untypisch. Die letzten Tage hat sie unter Wasser einfach immer geblutet. Ich glaube einfach hoch, ne? Weil rechts ist... Ja, rechts ist eine Schräge. Das war an sich schon gut. Man sollte nur den Teil, wo ich in den Stacheln lande und qualvoll aufgespießt werde, diesen Teil sollte ich beim nächsten Mal rauslassen. Das hier war jetzt zum Beispiel eine Instanz, da habe ich die Waffen gezogen, damit Lara sich schneller dreht. Denn wir sind unter Zeitdruck.
Und Entschuldigung, immer wenn ich sage, sie sich schneller dreht, ist das ein wenig verwirrend. Ich meine, damit sie schneller ihre maximale Drehgeschwindigkeit erreicht. Die ist schon immer gleich. Also man dreht sich nicht wirklich schneller. Man dreht sich nur direkt mit voller Geschwindigkeit. Ah, das reicht so nicht. Dann müssten wir... ja, vielleicht sammeln wir nur die Uzi-Munition. Die wäre halt das Wichtige. So, schön. Ich habe ganz dunkel in Erinnerung, dass man da direkt dran springen kann. Wie man das genau machen muss, weiß ich nicht mehr. Aber mir kribbelt es gerade in den Fingern, es zu probieren. Und naja, so schwer war es nicht. Hier in den Innenhöhlen, da wo keine Lava und dieser schwarze Stein sind, da finde ich, wirkt das Level deutlich anders als sonst. In diesen Abschnitten. Aber allgemein habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Mühe ist mehr in den Anfang geflossen. Ups. Wo sind wir hier? Okay, wow. Ja, gut, wenn man hier weiter oben in dem Raum steht, wirkt auch dieser echt anders nochmal. Upsi. Wir müssen da rüberspringen. Es wirkt so, als wäre ich ein wenig gehetzt vielleicht, aber hier einfach rüber zu springen, finde ich immer deutlich sicherer, als die Flugviecher zu bekämpfen. Die können sehr, sehr widerlich sein. So, kurz gesagt, in diesem Raum gibt es eine Hebelkombination. Wenn man nur diese Hebel zieht, dann spawnt man keine Gegner. Ich erinnere mich natürlich nicht mehr an die genauen Hebel. Aber es ist schon mal cool, dass wir zwei richtige auf der Seite hatten. Einer war auf der anderen Seite. Das hier ist der dritte. Okay, man spawnt anscheinend doch zumindest einen Gegner. Aber hier könnten halt deutlich mehr sein. Also den zu bekämpfen war jetzt irgendwie etwas unangenehm. So, danke für mehr Uzi-Munition. Und das meine ich. Wir waren zeitweise auf 90 Uzi-Munition runter. Und wir stehen jetzt hier mit 960. Also, dass wir jetzt nicht so viel gespart haben, war im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm. Okay, ich erkenne das hier gar nicht wieder gerade. Wegen der geänderten Texturen. Aber warte, hier gibt es noch mehr Uzi-Munition, warum auch nicht? Wir brauchen, glaube ich, 600 für den nächsten Bossgegner. Wir haben 1160. Gefühlt ist Sparen in Tomb Raider 1 gar nicht so wichtig, was die Ressourcen betrifft. Gut, Medipacks wahrscheinlich. Aber jetzt so die Uzi-Munition. Hey, der gab Bimbam. Genau, einfach direkt rüber. Der Raum ist sehr, sehr doof. Also der Raum ist deshalb doof, weil man mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit mehr Ressourcen verbraucht, als man dort sammeln könnte. Deshalb rennt man halt einfach durch. Also ich glaube, das Uzi-Pickup, was auf dem Boden lag, das wäre halt einmal Uzi gewesen praktisch. Ich glaube 90 Schuss oder so. Und um die beiden Viecher wegzuballern, hätten wir deutlich mehr gebraucht. Macht den gelobten Kurvensprung. Das hier ist der Raum, den ich liebevoll als den Wurstraum bezeichne, weil in der Mitte des Raums diese Wurst aus Gestein liegt. Da
Dankeschön. Ah. Ja, wir hoffen einfach mal, wir sind schnell genug. Also selbst für No Lords, No Mats wäre meine Taktik hier in diesen Räumlichkeiten tatsächlich so viel zu überspringen wie nur irgend möglich. Darf ich da bitte einmal? Dankeschön. Also die erschießt man lieber eigentlich immer. Und genauso wie mit ihren normalen Modellen haben auch die das Problem, dass sie da gar nicht durchkommen. Also man kann sie praktisch einkeilen, so dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, zu einem zu laufen. Ja, theoretisch in dem spezifischen Fall hätte ich wohl auch an ihnen vorbeilaufen können. Sehe gerade die Sachen, die man bekommt. Das lohnt sich gar nicht so richtig. Oh, diesen Raum mag ich nicht. Ist der Hebel eigentlich nur eine Falle? Also könnte ich mich direkt hier hochziehen? Cool, kann ich. Also der Hebel ist wirklich nur eine Falle. Die Lava beginnt dann, sich schnell auf einen zuzubewegen. Ich möchte irgendwie so einen Eindruck von diesem Raum bekommen. Wir sind ja jetzt relativ weit oben. Ja gut, die Sichtweite ist jetzt leider nicht so hoch. Deshalb wirkt es nicht so ganz. Also ich meine, was heißt es wirkt nicht? Im Originalspiel ist das natürlich cool, wenn die Sichtweite nicht so hoch ist. Man schaut nach unten und irgendwo wird alles einfach schwarz. Dann hast du natürlich das Gefühl, dass es tiefer als es eigentlich ist. Insofern, das ist schon Absicht und gut. Aber es erlaubt uns halt nicht, die Texturen wirklich durchzuchecken. So, du bist der Kubus, der aus dem Weg gebracht werden möchte. Also hoffe ich. Einer von den dreien. Ich hoffe mal, das war dieser. Es war dieser. Sehr fein. Hier war das, ne? Ich bin mir nach wie vor echt unsicher, ob ich persönlich das für einen Glitch halte oder einfach nur für ein dämlich platziertes Ding. Also ich weiß es einfach nicht. Ich habe da für mich persönlich keine Entscheidung getroffen. Ich schätze mal, wir tun es heute. So. Hier kommen jetzt die Räume, die in No Lords, No Mats am spaßigsten sind. Nicht. Definitiv nicht. Erstmal ein bisschen Uzi-Munition gönnen. Auch schon wieder zwei Pickups. Sind hier auch zwei Pickups? Heilige Scheiße. Die Entwickler wollten wirklich, dass man hier nur noch die Uzi benutzt. Achso, das spawnst du schon.
Ich habe unnötigerweise die Gegner hinter mir gespawnt. Leb wohl! Ja, dich können wir ignorieren. So, ab hier sollten wir nicht mehr speichern. Es gibt einen Bug, wenn man hier speichert und das dann lädt, dass die gute Doppelgänger-Lara nicht gespawnt ist. Und die Doppelgänger-Lara werden wir uns gleich natürlich mal anschauen. Echt jetzt? Das ist die Doppelgänger-Lara? Ich gehe zum... Ist das Bacon? Ich meine, generell kann man schon sagen, es ist eine Bacon-Lara. Aber wie cool ist bitte dieser Einfall? Oh nein, geh doch an mir vorbei, Bacon-Tisch. So, jetzt auf Zeit. Schnell darüber. Es ist halt zu schade, dass man während dem Laufen die Kamera nicht drehen kann. Ich würde zu gern den Bacon-Tisch herumhüpfen sehen und sich Kanten hochziehen und so. Nicht wundern, wir haben zu viel Zeit benötigt. Dachte ich zumindest. Aber wir haben anscheinend doch deutlich mehr Zeit, als ich dachte. So muss ich hier vielleicht gar nicht so dringlich unterwegs sein. Aber jetzt ist wieder zu. Alles klar. Ist wieder zugegangen. Ja, easy. Ich hatte das viel dringender in Erinnerung tatsächlich. Ich dachte, das Zeitlimit wäre viel unbarmherziger. So, einmal noch durch diese Tür durch und wenn wir durch sind, können wir speichern. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Block direkt dahinter, aber hier. Und nochmal mehr Uzi-Munition, warum auch nicht? Lass mich das jetzt sammeln! Ich glaube, wir haben 18 große Medipacks oder so. So, wir speichern hier mal. Es gibt hier eine ganze Reihe an Möglichkeiten, unerwartet zu sterben. So, die Brücke, dann den anderen Hebel, einfach nur so schnell wie möglich. Die Brücke hält anscheinend kürzer. Also die Brücke als zweites. Und wir gönnen uns den guten alten Sion. Warum auch nicht? Back again. And you? For a grand reopening, I assume.
Evolution's in a rut. Natural selection at an all-time low. Shipping out fresh meat will incite territorial rages again. Will strengthen and advance us. Even create new breeds. Kind of evolution on steroids, then. A kick in the pants. Those runts Qualapek and Tihokan had no idea. The cataclysm of Atlantis struck a race of languoring wimps. Plummeted them to the very basics of survival again. It shouldn't happen like that. Or like this. Hatching commences in 15 seconds. Too late for abortions now. Not without the heart of the operation. No! Jetzt bin ich ja gespannt. Der Barbecue Master. Okay. Wartet, ich muss nur zu den Waffen wechseln. Ah, hallo Barbecue Master. Seltsam wird das eigentlich, wenn Nata ihre Flugform bekommt. Oh. Nicht so seltsam, wie wenn Lara ihre Flugform bekommt. Heilige Scheiße, war das laut. So etwa 600 Schuss, das heißt, er stirbt, wenn wir bei 900 sind, oben rechts. Das war knapp. Aber wie ist auch richtig? Genau 900 einfach. Der Barbecue-Meister ist in Scheiben geflogen. Ja, keine Ahnung, wir haben 1000 Schuss übrig. Ich denke, wir müssen den Rest eigentlich nicht sammeln, aber lasst es uns einfach tun. Der Sicherheit halber. Man will ja nicht unvorbereitet sein. So, danke schon. Dich kann man nicht bewegen. Das daneben ist der Block. Diesen Block sollte man schieben, ich denke mal, reinschieben und dann von der anderen Seite aus ziehen oder sowas. Nein, wir wollen ihn rausschieben. Also bloß nicht reinschieben hier, das wäre eher dämlich. Oh, hier ist auch ein Block, den muss man jetzt aber schieben. Bam bam bam, bam 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 bam, bam 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 bam, bam 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 bam. Ja gut. Das müsste eigentlich reichen, denn schieben dürfte mathematisch unmöglich sein. Also in die Richtung, aus der wir kamen. Außer man kann ihn komplett durchschieben, dann auf die andere Seite gehen und von da aus schieben. Ich
glaube, der erste Move, den wir machen müssen, ist von der Seite aus schieben. Core Design hat uns hier gegen Ende ja mit so einigen cleveren, in Anführungszeichen cleveren Kistenrätseln beschenkt. So vom Eindruck der Mod her, ich weiß, es wirkt schon schöner. Also ich fühle mich in Atlantis wohler als vorher. Es ist mehr wie das Atlantis, was ich mir, um ehrlich zu sein, mehr gewünscht hätte als Fleischlantis. Keine Ahnung, so wirklich die Ruinen einer scheinbaren Hoch, einer anscheinenden Hochkultur. Mit, keine Ahnung, hängenden Gärten und was du nicht alles hast, so ein Zeug. Stattdessen haben wir ja nur Fleischhöhlen bekommen, leider. Ich meine, es ist eine untergegangene Zivilisation, aber es gibt so wenig, das darauf wirkt, hindeutet, dass diese Zivilisation wirklich zivilisiert war. Zivilisiert. Ich weiß nicht, eigentlich müssten wir uns das Secret ja nicht mehr holen. Wir machen es trotzdem. Gönn einfach. Was uns gerade getötet hat, ist ein pixelgenauer Bug, wenn man oberhalb von Lava auf genau die Grenze zwischen zwei Quadern sozusagen landet, zwei Würfeln, dann brennt man. War jetzt ein bisschen unschön für mich, das alles. So, du bist, glaube ich, nur dafür da, die Brücke wieder hinzurichten. Also, zu machen, dass die Brücke wieder da ist. Hinrichten ist ein bisschen doppeldeutig. Hier werden keine Brücken hingerichtet. Keine Sorge, Zuschauerlein. Hinauf dort. Gönn. Ach so, ja klar, hier wollen wir schon hin. Jo, wieder hinunter zu dem guten Sion und ihn zerballern. Ich glaube, jetzt kommen 10 Millionen Fallenräume, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, vielleicht sind es nicht genau 10 Millionen. Okay, wir haben über 1000 OC, wir werden die jetzt nicht sammeln. Medipacks habe ich noch. Du warst das, wo man
Ja, man kann seitlich hangeln für zwei weitere Medipacks und OC-Munition, aber ganz ehrlich, ich bin mir nie wirklich sicher, dass wir das nicht brauchen. Einmal darüber. Autsch, das hat ein wenig geschmerzt. Okay, was gab's hier? Du warst seltsam. Muss aber sagen, hier macht die Vegetation gerade schon eine Menge her. Vegetation. Es ist eine Textur. So, ich glaube, das hier ist die Stelle, die ich immer zu kompliziert gedacht habe und mir deshalb so unglaublich schwer gemacht habe. Alles, was man tun muss, ist aus dem Stand da ranzuspringen. Ich glaube, hier war genau so ein Fall, wo man einfach über das Feuer drüber hüpfen kann, genau. Lul. Glaub, aus dem Stand. Ja. Also nicht aus dem Stand, aber einfach geradeaus, wenn du so willst. Und ich glaube, es müsste reichen, einfach nur aus dem Stand zu springen. Dich festzuhalten und es dann doch nicht zu tun. Und damit sind wir auch schon im letzten Raum des Spiels. Wir haben es getan. Wir haben die Summertide-Mod durchgespielt. Wir haben... Oh ja, Geflügelnadler ist jetzt noch interessant. LOL. Der Gleiter! Wie cool ist das denn? Wie cool sind die beiden denn? Bam, 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 bam. Okay, die Todespose sieht zugegeben ein wenig seltsam aus. Einmal hier rüber bitte. Darüber. Und es wird natürlich auch noch Nadler Runde 2 geben. You can't bump off me and my brood so easy, Lara. We can't bump off her and her brood so easy. Habt ihr gehört, Leute? Weiß gar nicht, ob man die bekämpft, weil ich glaube, sobald man etwas höher ist, wäre sie keine große Bedrohung mehr. Zumal wir 16 große Medipacks haben, also ich glaube, wir sparen uns das Kämpfen mal. Ist doch egal, ob Nadler überlebt oder nicht. Mal darüber bitte. Oh fuck. Das war knapp. Ey, aber dieser Raum wirkt von hier oben dann wirklich noch völlig anders. So, weg hier, Leute. Weg hier. Einfach nur weg hier. Wir haben es geschafft. Wir haben Tomb Raider 1 in
der sommerlichen Edition durchgespielt. Es gibt die Mod, wie gesagt, oder eine sehr, sehr vergleichbare Mod, auch noch in einer Weihnachtsedition. Und auch die werden wir uns sicherlich irgendwann mal ansehen. Vielleicht, naja, zu Weihnachten, wenn es halt passt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde mich auf die Suche nach weiteren seltsamen Mods begeben, die ich zeigen kann. Normal spielen wir sie ja nicht komplett durch. Und ich bedanke mich nach diesem Playthrough bei Nico, der Typ 14, egal all, Melly, GSSF, Looney Lovegood, Mighty Alien und Lynn Taylor. Wünsche euch noch einen schönen Tag und der Letzte macht das Licht aus.